Wir sind Familie Eberhard. Wir freuen uns darauf, euch heute unser Traumhaus zu zeigen. Am meisten stolz sind wir, glaube ich, darauf, dass wir uns das hier alles so erschaffen haben und geschaffen haben. Wir haben fast 1,5 Jahre gebraucht, bis das alles so war, dass wir gesagt haben, jetzt ist es perfekt, jetzt bauen wir. Und dass das jetzt alles so ist, wie es ist, das ist einfach total schön. Darauf sind wir total stolz. Unser Haus unterscheidet von den anderen der gesamte Aufbau. Also wir haben das Haus nach diesem Grundstück gebaut. Das Grundstück haben wir ausgesucht wegen des Weitblicks. Und so ist das Haus auch konzipiert, dass wir wirklich die gesamte Südfront mit so vielen Fenstern wie möglich Richtung Süden, Richtung Wald und Weite haben. Und dass wir eben auch durch die Fenster ganz viel von der Natur zu uns ins Haus holen. Also durch die hohe Decke und die beiden Velux-Fenster im Dach und die Südfront, die ja sowieso aus vielen Fenstern besteht, ist das einfach ein total heller und schöner Raum, in dem wir einfach unglaublich gerne sind. Der ganze Wohn-Ess-Bereich ist ja sehr groß konzipiert im Vergleich zu den Räumen. Die sind etwas kleiner. Das haben wir eben bewusst gemacht, weil da einfach der Lebensmittelpunkt ist. Da spielt sich einfach unser gesamtes Leben ab. Da wird gekocht und gegessen und gespielt. Und da sind wir eigentlich immer irgendwie beisammen und so nah an der Natur wie möglich eben durch die großen vielen Fenster. Die Küche haben wir ja bewusst offen konzipiert. Also wir haben so einen halbhohen Tresen zum Wohn-Ess-Bereich und das war eigentlich was, was uns total am Herzen lag, dass wir das dem Wohn-Ess-Bereich angliedern, dass die Küche sozusagen dazugehört. Also wir haben keinen richtigen Flur, sondern das ist alles ein großer Raum, sodass wenn einer kocht und der nächste sitzt vor dem Kamin und die Kids spielen auf dem Fußboden, wir trotzdem immer irgendwie noch beisammen sind. Das ist eigentlich so das, was, glaube ich, das Prägendste ist an unserem Haus. Unser Lieblingsplatz außerhalb des Hauses ist, glaube ich, tatsächlich der Platz, wo wir uns gerade befinden. Das war dann in der Bauzeit unser Büro, haben wir immer gesagt. Da haben wir dann gesessen und haben einfach von dort aus den Baufortschritt sozusagen beguckt. Also wir waren ja fast jeden Tag hier und haben uns das alles angeguckt, wie das Haus langsam entstanden ist. Im Haus ist es, glaube ich, tatsächlich unser Sofa. Wir haben so ein ganz großes Sofa, wo wirklich die ganze Familie drauf Platz findet. Und die Kinder nutzen das viel als Hüpfburg. Ach, es ist einfach schön, weil einfach wir alle da drauf liegen können. Und das ist, glaube ich, so unser Lieblingsplatz im Haus. Als wir angefangen haben zu bauen, war unser Sohn 3 Monate alt, also wirklich noch Baby. Und wir haben gesagt, uns ist das Wichtigste, dass es eine entspannte Bauphase wird. Und dann passierte irgendwie auch mit einem Schlag ganz, ganz viel. Dann wurde das Haus gestellt und das ging ja wirklich innerhalb von einem Tag. Konnte man wirklich zugucken, wie das Haus entstand. Das war Wahnsinn zu sehen, wo auch die Fenster hinkommen und wie das nachher alles Gestalt annahm. Und es hat letztendlich gedauert ungefähr 1,5 Jahr. Wir haben das Haus mit Fjordbau gebaut, da wir den Berater total gut fanden. Das sage ich ganz ehrlich. In diesem Verlauf haben wir festgestellt, dass wir uns so gut mit dem Berater verstehen, dass wir einfach per Bauch entschieden haben, wir lassen es auch bei Fjordbau bauen. Dass wir gesagt haben, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, dann sollte das auch bei jemandem sein, wo wir uns wohlfühlen und dem wir vertrauen. Ich glaube, dadurch, dass wir uns so viel Zeit mit dem Planungsverlauf gelassen haben und da wirklich geguckt haben, dass es für uns perfekt ist, ist es das auch einfach. Wir fühlen uns total wohl und wir würden nichts anderes machen.